Zum ersten Mal in der Geschichte leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Und bis zum Jahr 2030 wird 90% des globalen Bevölkerungswachstums in Städten stattfinden. Der Verbrauch an natürlichen Ressourcen ist in Städten besonders hoch. So werden 75% der weltweiten Energie in Städten verbraucht. Der wachsende Bedarf an Mobilität belastet die urbanen Infrastrukturen erheblich. Darüber hinaus sind Städte für 80% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Kampf gegen den Klimawandel wird daher in den Städten entschieden. Als führender Anbieter intelligenter Infrastrukturlösungen unterstützt Siemens den Kampf gegen den Klimawandel und setzt dabei kontinuierlich neue Maßstäbe. Bei der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie, für nachhaltige Infrastrukturen, für sauberes Wasser und energiesparende Gebäude. Das Thema nachhaltige Städte hat bei Siemens höchste Priorität. In Zusammenarbeit mit der Economist Intelligence Unit hat Siemens den Green City Index entwickelt. Er bewertet die Nachhaltigkeit von Städten auf der ganzen Welt. Siemens hilft damit, den Städten voneinander zu lernen und unterstützt den Dialog zwischen ihnen und ihren Interessensvertretern. Der jüngst erstellte Green City Index vergleicht 17 führende Metropolen aus 8 Ländern Lateinamerikas hinsichtlich ihrer Umweltbilanz. Eindeutiger Sieger ist Curitiba. Ausschlaggebend ist Curitibas ganzheitliches Umweltkonzept. Dazu gehört das Schnellbussystem BRT, das mittlerweile Modellcharakter für zahlreiche Städte Lateinamerikas hat. Buenos Aires hat ein vorbildliches Energieeffizienzprogramm für öffentliche Gebäude, das maßgeblich zur Reduktion des Energieverbrauchs beiträgt. Mexico City ist es gelungen, eine moderne Umweltpolitik einzuführen und diese mit stringenten Monitoringmaßnahmen und starker Beteiligung der Bevölkerung erfolgreich umzusetzen. Klimaschutz dient nicht nur der Erhaltung unseres Planeten. Er ist auch eine sinnvolle Investition, da sich Energieeinsparung wirtschaftlich auszahlt. Wirtschaft und Politik müssen im Kampf gegen den Klimawandel eng zusammenarbeiten.